Digga, dass unter der Oberfläche solch kunstvolle Strukturen schlummern. What's Hä? Was happening ist here? denn da los? Er ist What is tot? that? Lol. Aber was in Gottes Namen ist das? Da liegen alle rum. Als hätte man all das Blut aus seinem Körper gesogen. Was ist das auf diesen seltsamen Mustern? Hier wurde zweifelsohne unheilvolle Zauberei praktiziert. Diese Edelsteine, also wenn meine Hypothese stimmt, müssen sie aus kristallinem menschlichen Blut bestehen. Uiuiui. Wie krank ist das denn? Und doch sieht es so aus, als wären unzählige Rottöne miteinander vermischt. Könnte es sein, dass jeder Edelstein das Blut von mehreren Opfern enthält? Meine Güte, Schreckliches muss hier geschehen sein. Wie viele Unschuldige sind diesem blutsaugenden Zauberer zum Opfer gefallen? Wenigstens kennen wir nun das Motiv, das hinter diesen Entführungen steckt. Der Bösewicht, mit dem wir es hier zu tun haben, ist kein gewöhnlicher Krimineller. Es ist Satan höchstpersönlich. Nein, es widerstrebt mir sogar, ihn einen menschlichen, sag ich ja, menschliches Wesen zu nennen. Männern und Frauen aus diesem armen Dorf das Leben auszusaugen, nur um sie dann zu entsorgen. Ich bin ganz nach Vampir, Vampiren. Dies ist ein wahrhaftiger Dämon, der unter uns wandelt. Ja, und wo ist er? Eines ist klar, dieses Monster muss aufgehalten werden, bevor es erneut zuschlagen kann. Als Akademiker muss ich gestehen, dass mich die Geschichte der dunklen Künste fasziniert. Aber sie zu praktizieren, das überschreitet jede Grenze. Was ist das? Die junge Dame in dieser Zelle, sie ist immer noch am Leben. Ich muss sie befreien, wenn sie nicht dasselbe Schicksal wie die anderen ereilen soll. Dann wie? Ach so, wir haben den Schlüssel. Okay. And who might Und wer you? genau seid ihr? Der Kultistenanführer. Just a Nur scholar ein of unbedeutender Gelehrter. I was Ich passing kam hier through. vorbei und dabei It fielen turns mir out diese that the seltsamen Kultisten Edelsteine auf. Sind sie gemstones. vielleicht euer Werk? And these Und diese strange glyphs, merkwürdigen Glyphen, are sind they das not nicht runes of Hyrule? hochhornbuschige Runen? Are they now? Gideon, sind sie das? The tomes of ancient Hornberg were lost long ago. No ordinary scholar would be Die privy to Folianten these des alten knowledge. Hornburg sind seit langem verschollen. Kein gewöhnlicher Gelehrter wäre in dieses Wissen eingeweiht. Aber wie kann ein anständiger Akademiker solch schreckliche Taten vollbringen? Oh, ihr scheint bewanderter zu sein, als ihr zugeben möchtet. Sie leben noch, ja? Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, lasst ihr sie sofort frei. Nun, da ihr so freundlich darum bittet, aber nein, ich denke nicht. Wie schade, hättet ihr eure Nase nicht in meine Geheimnisse gesteckt, hätte ich gern euer Wissen angezapft. Jetzt muss ich mich damit begnügen, euer Blut abzuzapfen. Oh. Heilige Scheiße. Das ist Schild 7, hat schon mal Großschwertschwäche, okay. 2, 4. Was hat der noch für Schwächen? Wahrscheinlich auch Licht. Licht wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch Licht. Ja, das musste ja so sein, ne? So. Was hat er noch für Schwäche? Für Schwächen? Ich würde ihr mal am liebsten direkt brechen, damit er nicht angreifen kann. Aber ich weiß halt nicht, was er für Schwächen hat. Wir können zweimal mit Tarnit angreifen, wir können zweimal mit Cyril angreifen. 2, 4. Mit einem Extraschlag kommen wir auf 5. Wir brauchen jetzt. Boah, wir müssen ihn jetzt noch irgendwie einmal schwächen. Aber was hat er für noch für eine Schwäche? Blitz vielleicht auch hier unten? Alle anderen hatten auch Blitz. Okay, das Morlord hatte keinen Blitz.
Wir probieren es, er nützt ja nichts, wir müssen es probieren. Na, leider kein Glück gehabt. Dann kriegen wir ihn jetzt schon mal nicht gebrochen. Das heißt, wir schieben das auf nächste Runde mit dem Brechen und hoffen, dass wir die eine Runde, dass er nicht allzu viel Schaden macht und wir das überstehen. Oh, 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 oh. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dass er auch eine Dolchschwäche hat. Dann brauchen wir nämlich die BP noch gar nicht einsetzen. Ach, scheiße, ey. Hä, was? Ach, du Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem, ey. Oh, hätten wir den mal irgendwie brechen können, das wäre schon mal richtig von Vorteil gewesen, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Scheiße, ey. Out of my way. Tja, 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 tja. Okay, das ist schon mal gut. Ja, wir probieren es einmal aus. Ja, war klar. Aber hätte ja klappen können. Dann hat der Große vielleicht auch noch eine Feuerschwäche. Aber wie kommen wir da jetzt dran, ey? Nicht wirklich im Moment, ne? Nicht wirklich. Die haben auch safe eine Lichtschwäche. Muss ja eigentlich so sein. Genau. Wir haben sie aber nicht brechen können, ey. Das ist natürlich ein Problem. Au, au, au. Ey, ey, ey. Ich möchte sie in der nächsten Runde brechen. Ja, nützt ja nichts. So. Jetzt am besten brechen. Warum können wir den Großen nicht? Müssen wir die Kleinen erst weg haben oder was, bevor wir den brechen können? So, hey Philo! So, ach so, nee, doch nicht. Okay, alles gut. Nee, ich habe mich vertan. Hm, schade, schade, schade. Jetzt können wir aber mit voller Power Lichtschaden geben. Auch wenn du keine Schilde abziehst, du kannst die Schwächen aufdecken. Ah, ach so, okay. Okay, das heißt, Feuer hat er nicht. Okay, alles klar. Aber was hat er dann? Was hat er dann? Donner haben wir ausprobiert. Ich bin doof. Ich darf nicht nochmal Donner ausprobieren. Ich würde jetzt ganz gerne einmal das ausprobieren, indem wir FP-Stillen einsetzen. Hat er eine Dolchschwäche? Ah, wir wissen doch schon, dass er eine Dolchschwäche hat. Ist ja blöd von mir. Bin ich denn doof? Hat er vielleicht eine Axtschwäche? Ja, tatsächlich. Okay, dann haben wir das schon mal. Das haben wir schon mal. Ja, bei denen ist das relativ egal. Wir können jetzt mit voller Feuerpower einmal... Oh, wir hätten Analyse auch nochmal... Wir können... Oh, Moment, Moment, Moment. Wollen wir das nicht einmal ausnutzen? Warum denn nicht? Stab. Ja gut. Oha, okay, das ist seine ultimative Attack, ja. Das ist seine krasse... Krasse, krass Attacke. Boah, die leben immer noch. Halt doch die Klappe, ey. 4700 haben die Skelette noch. Ja. Tja. Am besten wir heben Cyrus nochmal auf. Ob,
Obwohl, ach, keine Ahnung. Am liebsten würde ich auch gleich die Ulti mit Hanit mal einsetzen. Aber wir haben nicht genug FP. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist jetzt natürlich ultra schlecht, ey. Tja, 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 tja. Ja. Keine Ahnung, ey. Machen wir mal das hier und dann FP stehlen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was. Oh, wir kriegen sogar genug für die nächste Runde dann. Das ist schon mal okay. Boah, Alter, die machen auch Schaden. Fuck. Nee, das gibt zu wenig GP. Das können wir vergessen, ey. So. Mit einem sehr mächtigen Bögen auf alle Gegner. Go. Jetzt können wir... Können wir nicht... Hey, hör auf damit. Okay, jetzt ist natürlich Cyrus am unpraktischsten von allen. Das heißt, wir können das nutzen, um einmal alle zu heilen. Und jetzt können wir... Ne, wir sollten ihn mit Alfin auf jeden Fall schon mal nicht jetzt brechen. Wir sollten ihn gleich in der nächsten Runde brechen. So viel ist klar. Ja, das heißt, wir geben ihm einfach nur eine Axtattacke. So, und wenn wir ihn jetzt brechen, hat er nämlich erstmal Arschkarte, der Pisser. Oder sehe ich das falsch? Nee, ne? Das heißt, wir nutzen das dann auch einmal, um direkt wieder FP zu stehlen. Out of my way. Und jetzt könnten wir natürlich mal gucken. Nee, 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 oder? Was könnten wir tun, um noch mehr Schaden rauszuhauen? Haben wir nochmal einen Lichtstein? Lichtstein haben wir nicht. Den haben wir gerade den letzten verbraucht, ne? Ja, haben wir nicht. Wie können wir jetzt am meisten Schaden raushauen? Ah, Siren hat auch zu wenig FP. Na komm, FP stehlen, nützt ja nichts. So. Alfin. Komm mal mit voll aufgeladener Lichtschaden. Okay. Tja, Cyrus ist halt irgendwie echt nicht zu gebrauchen, ey. Regeneriert alle FP aller Verbündeten. Ja, komm, machen wir das nur einmal. So, dann haben die wieder relativ viel. Wir müssen dann gucken. Ah, er greift in der nächsten Runde aber als erstes direkt wieder an, ne? Und dann holt er seine Skelette wieder, oder? Oh, 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 oh. Dann sollten wir jetzt nochmal, glaube ich, alles raushauen, was wir haben, oder? Nee, eigentlich nicht. Weil er eh nicht stirbt, oder? Bah, ich weiß nicht. Bah, 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 I don't know. Nach dem Bruch greifen die immer zuerst. Ach so, immer zuerst, okay. Aber dann würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal nochmal BP aufladen. Und nicht direkt alles raushauen. Ja gut, mit ihm können wir natürlich einmal komplett draufklopfen, weil nützt ja sonst eh nichts. Außer, wir nutzen ihn nochmal aus, um irgendwie mal einen Granatapfel rauszuhauen. Und dann schauen wir mal. Oh, scheiße, ich wollte alle Verbündeten... Okay, egal.
Nicht so wichtig. Hier können wir nämlich... Genau, wenn wir jetzt nämlich hier den FP raushauen, sollte er eigentlich voll sein. Ja, das ist auch schon mal gut. Ja, dass du auf Cyrus nichts hast, ansonsten wäre Damage gekommen. Ansonsten wäre Damage gekommen? Wie? Was? Ja, ich habe halt mit Cyrus nie gespielt, ne? Wie gesagt, Honey, Tyrion und Alphen sind halt meine drei Stammmitglieder. Und den anderen tausche ich halt immer nur aus, wenn es um die Story geht. Nee, stopp, das ist ja Quatsch jetzt. Wir können einmal schweren Lichtschaden zufügen. Mehr oder weniger schwer. So. Er holt nicht seine Skelette, das ist ja wunderbar. Aber, das heißt, dass wir jetzt auf jeden Fall... Wir müssen ihn halt brechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aber wir können ihn normal brechen, wenn wir jetzt einfach nur die normalen Angriffe einsetzen. Er kann das, glaube ich, auch nur am Anfang. Okay. So, passt mal auf. Das müsste ja eigentlich locker ausreichen, wenn wir das machen. Okay, mit ihm müssen wir jetzt nochmal... Wir können das einmal auf Tyrion einsetzen. So. Ich habe eine Idee. Ich habe in meinem Kopf so eine kleine Idee, glaube ich. Pass mal auf. Dass wir ihn in der nächsten Runde richtig viel Schaden reinballern. Ja, ich will halt keinen... 2, 3... Ich will halt keinen Zusatztreffer jetzt riskieren. Okay. So, und jetzt brechen wir ihn natürlich. Jetzt brechen wir ihn natürlich. Aber... Jetzt schon mit Alphen. Ja, dann können wir mit Tyrion. No. Scheiße, Tyrion hat nicht volle FP. Ah, mein Plan war, dass Tyrion volle FP hat. Oh no. Ah, schlecht. Okay, egal, dann beim nächsten Mal. Wir brechen ihn trotzdem. Mit Tyrion hauen wir jetzt eine... Dingsbums raus. Für Göttliche? Genau, für Göttliche. Ich will mit Hanit und mit Tyrion die Göttliche raushauen. Aber wir haben ja noch eine Runde Zeit. Der ist ja jetzt gebrochen und greift ja diese und nächste Runde nicht an. Deswegen ist es nicht ganz so dramatisch. Passt auf. Wir holen uns jetzt nämlich die FP. Man braucht nur 3 BP, richtig. Deswegen, ja, deswegen passt das schon. Hey, Hanit hat auch nicht voll. Warum? Dann machen wir es in der nächsten Runde. Ist nicht schlimm. Hä? Hatte Hanit nicht gerade noch voll? Ich bin blind, ich hab einen Knick in der Optik oder so. So, FP stehlen. Und jetzt können wir ihn gleich richtig reinballern. Gut mit Cyrus. Ja. Ne, eigentlich egal. Naja, okay. Cyrus ist halt unser schwächstes Glied, ist halt so. So, und jetzt können wir einmal mit Hanit die Göttliche reinballern. Sehr schön. Mit Tyrion die Göttliche reinballern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hanit ist wieder dran. Dann holen wir uns doch die FP wieder zurück. Also so ein Teil zumindest. Sehr gut. Mit Alphin. Könnten wir theoretisch nochmal Folgendes machen.
Wir haben doch... haben wir nichts, womit man BP allen Verbündeten geben kann? Sieht nicht so aus. Egal, dann gehen wir jetzt nochmal auf volles Schaden und dann überlegen wir uns gleich nochmal, wie wir das machen. So. Und mit Cyrus. Cyrus macht halt echt so gut wie gar keinen Schaden. Das macht halt echt gar nicht so viel Sinn. Deswegen gehen wir jetzt doch einmal nochmal mit einem Granatapfel auf Harnit. Oh, das gibt nur ein. Ich dachte, das gibt wenigstens ein bisschen mehr. Okay, egal. Ja gut. Scheiße. Elfen kann mischen für alle. Oh, das muss ich mir gleich mal anschauen, okay. Oh, hätten wir mal... Harnit greift sogar nochmal an. Hätten wir mal die kompletten BP aufgeladen, hätten wir nochmal die Göttliche jetzt reinhauen können. Scheiße, da bin ich aufgepasst, ne? Okay, egal. Egal. GP-Dieb. So, jetzt müssen wir einmal die nächste Runde wieder überstehen. Am besten ohne, dass der Skelette holt. Oh no, nicht die starke. Aber jetzt ist halt relativ easy, ihn zu brechen eigentlich. Vorbei. Das ist jetzt schlecht. Ja, sollten wir aber unter normalen Umständen eigentlich immer noch schaffen. Unter normalen Umständen sollten wir es immer noch schaffen. Wir gucken uns aber bei Eifeln gleich einmal kurz an. Ja, mit ihm machen wir jetzt einmal kurz FP aller Verbündeten. Ja, komm, go. So. Aber wie, mit Alfen kann man mischen für alle BP. Mit starker Wirkung. Womit geht das? Mit starker Wirkung in kleiner Menge? Gesundheit. Geist? Was heißt denn Geist? Was? Hiermit. Den Kampfgeist regeneriert. Aber ich will das... Nein, ich will aber für alle. Ah nein, das hier. Giftwurzel. Okay, Moment. Reinigend, gefährlich, mit starker Wirkung in kleiner Menge, mit begrenzter Wirkung in großer Menge? Hä? Mit starker Wirkung in kleiner Menge, mit begrenzter Wirkung in großer Menge. Mit starker in kleiner? Was? Was ist denn jetzt besser? Mit begrenzter Wirkung in großer Menge. Problem ist, du hast reinigenden Staub. Das ist stark Wirkung auf großer Menge. Was bedeutet das? Ach, keine Ahnung. Wir schaffen das schon irgendwie. Oh, ich habe GP mit BP verwechselt, ne? Ich bin ein Vollidiot, ey. Ja, zu spät. Ich habe nicht so schlimm. Egal. So, dann setzen wir jetzt hier nochmal den... GP-Dieb ein. Ja, ich weiß, ich hab's verwechselt. Egal. Setzen wir jetzt hier nochmal den GP-Dieb ein. Wir müssen ja eh erstmal brechen. Oh, der ist schon rot. Ach komm, der ist schon rot. Kriegen wir gleich, kriegen wir hin. Trifft die Göttliche immer? Oder hat die jetzt auch nur 70%?
Wir gehen das Risiko ein. Was ist das Leben ohne Risiko? Cowering before the Huntress. Oh, aber hat beträchtlich weniger. Ach so, der war ja noch gar nicht gebrochen. Ich bin ein Vollidiot. Ich muss den doch erstmal brechen. Kann verfehlen, ja, ist eh egal. Ich bin eh ein Idiot. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen, dass wir den da erstmal brechen wollten. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir ihn nicht mehr brechen können. Ich hätte ihn erst brechen müssen und nächste Runde göttliche Fähigkeit einsetzen müssen. Ich bin gerade unkonzentriert, glaube ich. Naja, egal. Egal. Na gut, er sei jetzt selber schuld irgendwie, dass er das gemacht hat. Jetzt können wir aber gleich mit Alfin nochmal das mit den GP nochmal ausprobieren. Und nee, BP, nicht GP, heilige Scheiße. Aber wir brauchen halt FP. Scheiße, jetzt haben wir. Achso, nee, Moment. Bevor ich jetzt wieder verzweifle hier, ich hoffe, wir treffen. Oh, Scheiße, halt doch dein Maul. Das Beste ist halt 2 BP auf alle, was ich genutzt habe. Ja, aber ich weiß nicht, was 2 BP auf allen bringt. Ich muss gleich mal kurz schauen. Wir machen einmal das hier. So. Jetzt haben wir gleich in der nächsten Runde nämlich bei allen 3 BP, dann brauchen wir das Mischen gar nicht machen. Wir brauchen aber FP. Doch, wir brauchen immer noch FP. Wir haben genug BP, wir brauchen aber noch FP. Für Sirion nicht, weil mit Sirion holen wir uns die jetzt wieder zurück und brechen ihn gleichzeitig. Sehr schön. Wir brauchen jetzt auf Harnid nochmal FP. Begrenzter Wirkung auf großer Menge. I don't know. Granatapfel. So. Ach scheiße, Hand ist als nächster, ne? Ah, egal. Ich komme immer irgendwie durcheinander mit der Reihenfolge da oben. Ist nicht so schlimm. Wir können mit Siren gleich auf jeden Fall angreifen. Wie machen wir jetzt mit ihr am meisten Schaden? Er ist halt schon rot. Ich will ihn jetzt am liebsten in der Runde weghauen. Wollen wir alles raushauen, was wir haben? Ja, ne? Ich dachte, man braucht volle FP für göttliche. Hä? Du hattest doch letztes Mal geschrieben, dass man immer volle FP braucht mit göttlicher, oder nicht? Ich dachte, man braucht... Ach so. Ich dachte, man muss immer maximale FP haben, damit man die einsetzen kann. Oh. Oh, okay. Oh, jetzt ist er schon tot. Okay. Ah, das war nur mit Max Plus, mit der vollen FP. Ach so, ich dachte immer beides. Oh, für einer fragt mich nicht, woher ich das hab. Ach so. Dann fragt mich nicht, warum ich das im Kopf hatte. Ich dachte immer... Ach so. Ich dachte immer, man braucht beides Maximum. Aber dass es dann halt nur 30 abzieht, wäre irgendwie sinnlos, ne? Ach, egal. Okay. Puh, sie leben doch noch. Ja, das ist ja glücklich.